Heute ist bei mir Anne Polsack. Sie ist Leiterin Kommunikation bei Mattel und Benny Weiss von CIA, der Mattel berät. Anne, ihr habt vor wenigen Tagen Barbie Loves the Ocean gelauncht, und zwar eine Barbie aus Ozeanplastik. Das klingt für mich erstmal wie ein PR-Gag. Ich hoffe, du kannst uns vom Gegenteil überzeugen. Ja, das hoffe ich auch. Also ja, wir versuchen natürlich bei Mattel auch bis 2030 Produkte nur noch aus recycelten und biobasierten Materialien herzustellen und befinden uns natürlich bei verschiedenen Marken auch auf dem Weg, das nach und nach umzusetzen und versuchen auch neue Materialien und Wege zu finden und haben eben mit Barbie Loves the Ocean das erste Mal Materialien aus Oceanbound-Plastik, um das zu produzieren entsprechend. Nehmen unsere Verantwortung natürlich aber besonders ernst, auch das ganze Thema kommunikativ umzusetzen. Das heißt, Barbie hat ihren eigenen Blog, wo sie zum Beispiel auch über das Thema Umweltbewusstsein spricht, direkt mit den Kindern auf einfache und spielerische Art und Weise. Auf den Verpackungen kann man natürlich auch verschiedene, ich sag mal, Lifehacks irgendwie sehen, um das ganze Thema auch so im eigenen Alltag voranzutreiben. Ich meine, ihr habt ja mit den Kids genau die Zielgruppe, die dann in Zukunft hoffentlich unsere Welt besser behandelt, als wir das jetzt tun. Wie geht ihr damit um? Wie versucht ihr, die noch auf andere Art und Weise mitzunehmen oder zu sensibilisieren für das Thema? Nehmen wir sehr, sehr ernst natürlich. Und wir haben ja viele verschiedene Marken bei uns, zum Beispiel die Marke Matchbox, wo wir jetzt heute hier auch auf dem Green Tech Festival vertreten sind. Da geht es vor allem darum, dass wir zum Beispiel das Thema E-Mobility ganz weit nach vorne tragen. Also wenn man heute jetzt zum Beispiel die Tankstelle von Matchbox kauft, hat man natürlich E-Ladesäulen dabei, natürlich viele E-Modelle auch. Darüber hinaus haben wir eben auch mit Tesla zum Beispiel zusammengearbeitet und eine Blaupause kreiert, wie das Fahrzeug für morgen aussehen wird, aus komplett recycelten Materialien entsprechend. Das heißt, wir versuchen da auch unsere Verantwortung ganz, ganz ernst zu nehmen, den Kindern das auf spielerische Art und Weise eben auch mitzutragen und mitzugeben, weil der Planet ist unsere Zukunft und wir müssen uns natürlich alle um ihn sorgen. Absolut. Ihr seid hier heute mit einem besonderen Stand, da kommst du, Benny, ins Spiel. Ihr habt mit Matchbox einen Miniaturstand aufgebaut. Erzähl mal, wie das aussieht, wie kann man sich das vorstellen? Absolut, Verena. Also wir haben den kleinsten Stand tatsächlich auf dem Green Tech Festival gemeinsam mit Mattel und Matchbox gemacht. Und ja, es ist 1:64, auch toll im Umfeld von BMW, Audi haben wir unseren kleinen Stand und ist auf jeden Fall ein Eyecatcher. Nico Rosberg war gestern schon da und es fällt auf. Und wir haben einen kleinen Tesla natürlich auch durch die Kooperation vorne im Schaufenster und hoffentlich noch viele weitere Jahre Green Tech, und es war der Start zur Partnerschaft dieses Jahr. Warum so ein kleiner Stand? Was ist die Idee dahinter? Naja, also man muss es ja auch mal so ein bisschen übersetzen, wie es Anne ja auch schon gesagt gehabt, das Thema Nachhaltigkeit beginnt natürlich auch bei den Kindern, das ist die Generation, die damit aufwächst, und von daher ist es natürlich auch super, dass das Green Tech Festival auch eben auch da eine Ausstellungsfläche sein kann und eine Partnerschaft, und deswegen haben wir uns zusammen überlegt gehabt, was wir machen können, und haben mit dem Green Network und den Agenturen hier im Background überlegt, was man Cooles machen kann, und ja, das war die Idee. Okay, und Downsizing ist das Thema, und von daher macht ihr mit Matchbox da dann hier auch auf der Ausstellungsfläche mit. Absolut. Okay, vielen Dank euch beiden. Gerne wieder.